Und heute bauen wir unsere Rettungswache. Das war ja ein Auftrag, den wir bekommen haben, hier eine Rettungswache zu bauen. Und wir kriegen ja nochmal, na komm, zeig's mir, 45.000 Credits dann zurück. Ich habe mir vorgenommen, ich baue die mal in der Nähe von dem Krankenwagen. Ach, Krankenwagen, Krankenhaus. Wo haben wir sie denn? Rettungswache bauen. Die kostet 180.000 und ich nenne die einfach Rettungswache Hummel. Wow, die dauert schon 17 Minuten. Es wird immer länger. Coins habe ich keine dafür. Der Name Hummel kommt einfach deswegen. Ich habe jetzt in Google geschaut bei Rettungswache Saarbrücken, ob die irgendwelche Namen haben. Ich habe außer Rettungswache 1 und Rettungswache 2 oder Feuerwehrwache kamen ja dabei raus, 1 und 2 nichts gefunden. Und nebendran waren Artikel Umgang mit Hummel, Bienen und Wespen. Deswegen heißt die Rettungswache jetzt Hummel. Dass ich die jetzt so nah am Krankenhaus gebaut hat, hat überhaupt keine Bedeutung. Ich wollte die auch zentral haben und habe ich gedacht, baue ich die mal zusammen. So, der Mülleimerbrand ist auch schon wieder erledigt. Dann gehen wir mal weiter zur brennenden Telefonzelle. Komm, hau ab. Einsatz für 11106, brennende Telefonzelle. So, ich schicke weiterhin immer zwei los. Das ist einfach, damit ich nicht so viel denken muss. Ob ich jetzt einen brauche oder zwei, das ist jetzt egal. So, wo haben wir denn unsere Baustelle? Hier haben wir sie doch. So, und wieder ein so zu viel. Ich habe mir lang überlegt, ob ich die Rettungswache baue, weil die hat ja auch viel Geld gekostet, 180.000. Ich habe 2 Tage dafür gebraucht und weil ich jetzt 2 Tage unterwegs war und habe nicht aufnehmen können, habe ich immer noch weiter Geld angehortet. Also wir haben jetzt sogar noch 120.000 übrig. Da kam aber die 45.000 auch noch dazu. Also ich habe mir überlegt, ob ich mir die Rettungswache kaufe, was ja eine lange Zeit gedauert hat, bis ich das Geld zusammen hatte, 180.000. Oder ob ich einfach zwischendrin Fahrzeuge kaufe. Das würde ja den Baubeginn der Rettungswache verzögern. Wenn man mit den Fahrzeugen kauft, kostet ja auch 40.000. Und die muss man erst wieder verdienen. Aber meine Idee dabei ist, wenn ich sehr viele Fahrzeuge habe, kann ich in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen. Das heißt also, vielleicht lohnt sich die Investition und ich hätte die Rettungswache sogar früher kriegen können. Das sind so Überlegungen, die ich habe. Oder auch wenn es vielleicht einen Tag länger gedauert hätte, bis ich die Rettungswache habe, jetzt hätte ich dann mehr Fahrzeuge und verdiene schneller. Das ist die Sache, die ich mir überlegt habe. Zwei Gründe haben dagegen gesprochen. Ich habe es mir noch nicht durchgerechnet oder ich weiß gar nicht, ob man sowas durchrechnen könnte hier dem Spiel. Aber ich habe mich entgegengesprochen aus 2 Gründen. Erstens, es gab ja wieder 45.000 zurück. Da habe ich mir gedacht, da könnte ich mir gleich wieder ein Fahrzeug kaufen. Das war der erste Grund. Ob sich das gelohnt hat oder nicht, müsste man sich mal überlegen. Der zweite Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist einfach, weil ich mit euch zusammen diese Aufnahme mache. Und ich wollte mal ein bisschen was an Neuheiten reinbringen, weil mehrere Fahrzeuge zu kaufen und die einfach hin und her zu schicken, das wäre ja für die Aufnahmen nicht so besonders gut gewesen. Deswegen habe ich mich für die Rettungswache entschieden. Aber ihr könnt euch das mal überlegen. Lohnt sich das, die lange Zeit zu warten, bis man die 180.000 zusammen hat? Oder ist es sinnvoller, zwischendrin einfach mal einen Haufen Autos zu kaufen, damit man einen Haufen Aufträge gleichzeitig durchführen kann? Also hätte ich jetzt mehr Löschfahrzeuge, hätte ich zum Beispiel eins. Arbeitsunfall ist es auch noch mit Löschfahrzeugen? Nee, Rettungswagen, Notdienst.
Na gut, dann hätte ich den Containerpunt noch machen können und wenn ich noch mehr hätte, dann hätte ich vielleicht irgendwelche andere Einsätze noch durchführen können. Ich kann ja immer noch mein Zeug woanders hinschicken. Brand im Hochhaus hört sich nach Drehleiter an. Wo ist denn der Brand im Hochhaus? Drehleiter, juhu. Die wird leider zu wenig benötigt. So, haben wir noch was für meinen Kran? So, nicht, dass ich das auf die Schnelle sehe. Ich bräuchte auch noch eine Brücke. Ich brauche ziemlich viele Brücken, die beschädigt sind. Beschädigte Brücke, hier haben wir doch eine. Juhu. Wo ist sie denn hier? Das ist doch genau das, was mein Kran will. Einsatz für Kran. Beschädigte Brücke. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und wir haben einen neuen Auftrag. Oder den haben wir ja fertig, die Rettungswache. Haben wir jetzt erst die 45.000 noch dazu gekriegt? Habe ich gar nicht aufgepasst. So, Telefonzellen sind auch wieder gelöscht. Dann schicken wir dich mal gleich weiter zum Containerbrand. Einsatz für LF-10-6. Containerbrand. Blutstörung ist auch erledigt und da haben wir gleich noch eine. Schicken wir dich auch mal los. Einsatz für Streifenwagen. Ruhestörung. So, haben wir schon einen neuen Auftrag, Polizeiwache. 50.000 zurück, Polizeiwache. Was haben wir denn für eine Wache? Polizeiwache. Wir haben doch eine Polizeiwache. Sollen wir noch eine kaufen? Ich habe doch drauf geklickt. Polizeiwache. Wache. Polizeiwache. Der August. Wo hat denn die August sich versteckt? Ach, da hinten. Da haben wir die Polizeiwache. Was wird noch eine kosten? 210.000. Das werde ich mir heute mal bei der Arbeit überlegen, ob es doch nicht besser ist, dass man in Fahrzeuge investiert. Wobei mir wurde gesagt, für jede Wache, die man hat, kriegt man einen Auftrag mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das stimmt. Wir hatten die ganze Zeit 5 Aufträge, jetzt haben wir eine dazu bekommen. Das heißt also, das hilft uns auch, wenn wir neue Wachen haben, dass wir nicht so viel aushelfen müssen, sondern die Chance, dass wir selbst einen Auftrag kriegen, ist dann höher. Dann fängt das bei uns auch an, wie bei den anderen, dass wir hunderte von roten Flecken hier drauf haben. Aber wir müssten doch... Ja, Polizeiwache, brennende Telefonzelle... haben wir ein bisschen mehr als die Hälfte und beschädigte Brücke haben wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Die brennende Telefonzelle kriegen wir bei uns sehr viel. Beschädigte Brücken kommen recht selten, das heißt wir müssen immer wieder suchen gehen bei den Nachbarn. So, hier haben wir doch schon wieder die nächste brennende Telefonzelle. Da möchte ich mal kurz im Forum schauen. Anleitung. Einsätze, brennende Telefonzelle. Da brauchst du nur ein Fahrzeug. Okay. Dann schicken wir mal gleich nur einen los. Einsatz für LF-10-6. Brennende Telefonzelle. Und hier unten haben wir noch eine. Einsatz für LF-10-6. Brennende Telefonzelle. Was ich stellenweise auch mal zwischendrin für so 5-6 Minuten gemacht habe, aber
Dann habe ich es wieder gelassen, ist einfach meine ganze Brände außer Acht gelassen und meine Löschfahrzeuge nur auf brennende Telefonzelle angesetzt. Das heißt, ich bin auch woanders hingefahren, habe geschaut, gibt es hier brennende Telefonzelle und habe denen geholfen. Das ist vielleicht für den Auftrag gut, aber ich glaube nicht, dass wir hier mehr Geld verdienen durch den Auftrag. Was bringt eine brennende Telefonzelle? Komm, wird nicht angezeigt. Ich glaube, was so ein Auftrag bringt, so 2000, 3000. Das heißt, 2000, 3000 kriegt man mehr, aber dafür fährt man dauernd zu anderen und das dauert ja länger. Derzeit kann man bestimmt mehr Aufträge zu Hause machen. Also lohnt sich die Taktik nicht, nur brennende Telefonzellen zu bearbeiten. Deswegen habe ich das mal wieder gelassen. Okay, wie sieht's denn mit unserem Gebäude aus? Komm, spring mal hoch. Hier. Das braucht noch 7 Minuten. Dann mache ich mal kurz Pause und bin gleich wieder bei euch da. Okay, hier bin ich wieder und ich muss euch gleich sagen, wie clever ich war. Ich hatte hier meine Rettungswache, habe natürlich draufgeklickt, habe euch mein Personal gezeigt. Ich habe ja 10 Stück nur bekommen. Dann wieder schön draufgeklickt auf meine neue Hummel, auf Ausbauen geklickt und dann, warum auch immer, statt auf das X zu klicken, habe ich auf Gebäude ausbauen geklickt und dann habe ich wieder 20 Minuten warten können und jetzt habe ich sogar eine Rettungswache in der Stufe 2. Na gut. Fahrzeuge haben wir, was haben wir denn bekommen? Ich kann ein Fahrzeug bearbeiten, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, das ist ja cool. Hey, Fahrzeuge. Ich kann verschieben, ich kann verschrotten und ich kann verkaufen. Und ich habe jetzt einen Rettungswagen dazu bekommen. Wo kann ich denn die verschieben? Vielleicht von einer Rettungswache zur anderen. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. So, Verkehrsunfall. Kann man da einen Rettungswagen gebrauchen? Streifenwagen und Öl. Dann schicken wir mal das Öl schon gleich hier hin. So, wo brauche ich denn eine Lebensmittelvergiftung? Hört sich doch nach Rettungswagen an. Und gleich los. Okay. Streifenwagen, Rettungswagen. Okay, das wollte ich eigentlich zeigen und sagen. Ich glaube, für diese Aufnahme haben wir wieder alles beisammen. Ach, was habe ich denn als neuer Auftrag bekommen eigentlich? Ah, das war die Polizeiwache, eine zweite Polizeiwache. Da werde ich mir heute auf der Arbeit überlegen, ob ich die wirklich kaufen möchte. Was kostet eine neue Polizeiwache eigentlich? 210.000. So viel ist es gar nicht. Das sind noch 40.000, was wir hier sammeln müssen. Und kriegen 50.000 wieder zurück. Oder wir waren ja bisher so weit, dass wir sämtliche Wachen, die wir haben, gehen wir mal hier oben wieder hin. Wir haben ja schon eine Menge. Also, dass wir sämtliche Wachen, die wir haben, haben wir schon ausgebaut, selbst jetzt die Rettungswache. Und auch die anderen zwei, wo haben die sich denn versteckt? Die müssten noch hier sein. Hier die Feuerwache, beide. Und hier haben wir doch noch versteckt. Ne, du bist ne Polizeiwache bist du hier. Und alles sind auf Stufe 2 ausgebaut, also könnten wir auch fleißig Fahrzeuge kaufen. Die THW ist auch auf Stufe 2 ausgebaut. Hier. Das heißt, du bist doch keine Feuerwache. Hier, THW. Das heißt, wir könnten eigentlich Fahrzeuge kaufen. Das wäre mal interessant. So, Preis.
brennende Telefonzelle weg. Arbeitsunfall, wo bräuchte man jetzt noch? Ah, Verkehrsunfall. Da schicken wir mal dich hin. Einsatz für LF 10-6, Verkehrsunfall. Ich habe doch beide hingeschickt, komm. Einsatz für LF 10-6, Verkehrsunfall. Okay, also ich überlege mir mal heute während der Arbeit, was ich für Fahrzeuge kaufe. Wird wahrscheinlich wieder eine falsche Wahl sein, aber ihr müsst damit leben, wie ich mich entscheide. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich klicke jetzt wieder dumm rum und verursache nur falsche Meldungen. Und dann denke ich, dass wir die heute Nacht ersteigern, weil es wird ja nicht so viel mitgeboten nachts und da kriegen wir ab und zu mal ein Schnäppchen. Ist zumindest der Gedanke, den ich habe. Nicht alles, was ich hier mit zusammenreibe, reime oder erzähle, ist auch richtig. Aber ich mache mir meine Gedanken, wie ich das mir vorstelle und erzähle es euch einfach, ob es stimmt oder nicht. Das könnt ihr ja immer in den Kommentaren schreiben. Aber ich denke, nachts habe ich bessere Chancen, was zu ersteigern. Da bieten ja nicht so viele Leute mit. Ist die andere Frage, ob auch so viele Angebote nachts da sind. Das ist ja auch wieder eine andere Sache. Na, wir werden es sehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.